120 Tagen. Ich ein treuer Freund des Jesus, Ja, auch guten Morgen an jeden einen von euch, der hier jeden ist. Und auch für Jas, was an unserem Erd ist, und was zuhörchen, ich heute euch alle herzlich willkommen. Das ist ein Gottesdienst. Und auch für die Lieder, die aus Entree gekommen sind, von Kanada. Ja, wie seine war, sind ein paar Meier hier von dir. Herzlich willkommen, Tree. Für Adolf von Leiner Wieb. Ja, das ist eine Freude. Und zwar zu versammeln hier von dir. Wir haben das verreicht nach Hause. Und du bist auch dankbar dafür, dass wir können, dass das hier uns versammeln. Ja, möchte ich genug und Freude von Gott mit uns alle sein hier von dir in diesem Morgen. Ja, ich weiß nicht, wo ihr das jetzt von dir. Wo ihr seid in eurem Leben mit Gott. Wo ihr ihn fehlt. Sei ihr bedrückt, sei ihr müde, sei ihr mutig, was ist, wusst du ihr in dein geistliches Leben? Wenn ihr in irgendwo in diesem Leben seid, wenn ihr freudig seid, dann kann ich Gott loben. Und wenn ihr müde seid, dann kann ich ihn ankommen. Und wenn ihr duldig Leben seid und verbrüche, dann kann ich auch noch ankommen. Du hast geruht wie diesen Doktor, und Jesus Christus ist. Hey Leute, ihr könnt immer wieder an, ihr könnt noch ankommen. Die Leute, die ihr singen hier in der Jugend, wenn du schwor in mein Blut bist, dann habe ich doch diesen Trost, dass ich konnte dir kommen, Herr Jesus. Und das ist das Verreich, was wir können haben, als Christen. Und wenn du noch nicht ein Christ bist, dann lade ich dich von dir auch an, dann war einer. Und unsere Zeit hier in dieser Welt ist kalt. Es ist ein kleines Stützchen, dann sind wir hier durch. Und dann gehen wir Eva nur, wo dort nicht eine Zeit ist. Dann ist es eine Ewigkeit.
Und dann entweder das dann für immer loben und preisen oder für immer bereuen, für immer beschulden. So die Entscheidung, die steht zwischen dir. Ich will für mich selbst persönlich, ich möchte die Entscheidung, ich will für Gott leben und ich frage ihm, oder ich sage ihm, ich will für dich hoffen. Und ich weiß meine Arbeit. Und hier sehe ich. Und mein Gebet ist immer wahr, dass ich dort komme mit Frieden tun. Dass ich dort nicht mit einem gedwungenen Tod mache. Und dort braucht Gebete. Und wir brauchen jüngere Gebete. Um dort wieder zu mit Frieden tun. Das Evangelium für Kinder. Für Säule, wo du bedrängt sein. Für Säule, wo du siegst. Und dort der rechte Finger. Euer wir wieder gehen, wenn wir noch zu beten. Vor am Himmel. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Genug. Ich danke dir für den Sehen, was du schenkst, dass du uns diese Leben gehobnig, das euer Leben schenkst. Nun, wer immer dort läuft und dort annehmen wird, der kann getrost durch diese Welt gehen, wo du voll Trouble ist. Wenn du rund um die Straße wirst, dann wird dein doch Dach, dann wird das Licht bis Dach. Herr, möchte dit der Fall sein von jedem einen von uns, der wieder Tochterchen, Tochterchen in hier versammelt sind. Herr, möchtest du mit ihnen gehen in unserem Herz sein, in unserem Unruhe, in uns Leiden durch dein Wort. Herr, ich frage um diese Zeit, um die Regierung. Sie stehen zwischen großen Entscheidungen. Und was du entleiden, was du die rechte Entscheidungen schenken. Wie wollte dort dein Blumenwort in Erfahrung gehen, wo du hast in deinem Wort gesagt. Dort der letzte Zeit, wo wir auch Bände sind, dort wird alle in Erfahrung gehen, dort die Menschen waren. Von dir aufkommen, dort sei wie alle, aber danach musst du die lenken, sodass wir wieder würden können, du in Frieden, in das Land leben. Und wenn dort auch du gehst, Herr, schenk uns Beständigkeit. Schenk uns Beständigkeit an deinem Wort, an Gebet, in dort Gebetsleben. Ich frage wieder, bis um deine Leitung und Führung und um die Lutenheit, Herr, aus deinen Deinen an dem Wort, dass ich mich dort so verbringe, dass du Kosten gefolgt haben und dass die Tauhierer wurde abgebüht worden durch das. Ich bete an Jesu Namen mit Danksagung. Amen. Ja, ich will hier von dir an Lukas, Kapitel 4. Lukas, Kapitel 4, Vers 14, mit durch 30, wo ich hier will, Eva gehen. Die Eberschrift hier an die Plotitsche Bibel sagt, der Umfang von Jesus im Werk in Galiläa. Zu Jesus umfängt die Predigt, nur dem, was heute tauft wird. Und der Held Jesus, ob am Abend gekommen wird. Und nun fängt er an zu predigen. Und er fängt an Galiläa an. Galiläa ist ein Land am Norden von Israel. Die meisten von ihnen werden vielleicht alle. Trotz, wo er anfängt zu predigen, er wird auch abgewachsen. Am Nazareth wird er abgewachsen. Und an der Umgehung fängt er nun an zu predigen. Dann sagt er hier im 14. Vers, Jesus kam an den Helden Jesus in der Kraft rein in Galiläa. Und dort nies spreut sehr schwind, durch die ganze Gegend. So sei wie er bekannt. So kannte Jesus hier an dieser Umgehung, er wird abgewachsen. Er lädt sich dort an den Jordan, rief er. Nun kommen hier drei, nur die Jägend, von wo er tüßt hier, von wo er abgewachsen wird. Dann sagt er hier, heute lädt an ihre Schulen, in allem Mond, läuft an. Ich dachte hier, das hier, der Überschrift, muss wie in Galiläa sein, von dir, dort wie er würde laufen. Dort wie er würde erheben, für wer er ist. Doch wir haben Unerkennung geben. Was wir hier wieder wollen sein, der Stadt, wo er ab war, der wird am nicht annehmen. Weil wir nicht in Nazareth sind, aber in Galiläa. Wenn ich in Galiläa können wir beschäftigen, in Kapernaum. Du können wir beschäftigen mit seinem Werk. Aber in Nazareth nicht. Ich sehe nur am nicht ab. Die wollen am nicht. Nur her, dann jo, dann dauert noch was. Aber hier und Umfang nicht. Wie wollen hier wieder betrachten?
Die Überschrift hier sagt, Jesus in Nazareth verstarrt. Dann sagt ihn im Vers, sagt hier, dann ging er nach Nazareth, wo er abgewachsen wird. Und am Sabbat ging er an die Judenschule nennen. So ist er dort gewandt wird und stand ab, um Wort zu lesen. Das, was sie dort gewöhnlich würde tun haben, an die Synagogen, an die Schule. Ja, sie würde haben Amtsach gelesen. Und nun sagt er hier nicht, dass Jesus auch, das ist er gewöhnlich dort. Er stand ab, zum Wort lesen. Und dann sagt er dort eine Antwort, dem Propheten Jesaja seine Schrift gegeben. Und als er dort bügt, aufmügt, funke die steht, wo so geschrieben steht. So haben wir nun dort bügt geregt von den Jesaja-Brief, von den Jesaja-Brief, und ich funke die Bären und zu lesen. Und ich dachte hier immer nur, sagte hier immer jink, dort jäfft ans Messkraktus, wann wir dort mit leben können, wann wir das hier so lesen. Heißt hier an dieser Versammlung, heißt hier an dieser Versammlung nennen, und merkt du mit den Gottesdienst, was sie da haben, und nun kommt der Deiner, wenn es hier abstunden wird, und jäfft ihm diesen Jesaja-Brief zum Lesen. So, nun merkt er das ab, und dann fängt er dieses Stück an zu lesen. Den Haare sind Jesus rührt ab mir. Das war er umfangt. Den Haare sind Jesus rührt ab mir. Und womit er sich gefolgt hat, er selbst lest das hier, er wollte das erst von ihm, das holt sich hier von ihm. Und er ist hier nicht für Menschen, wo sich dort nicht soll openbohren, dass ich sehe, da, von wem das hier redet. Was auch von 100 Jahren 3 abgeschrieben wird, durch den Helden Jesus, durch den Prophet Jesaja. Und nun redet er hier diese Wort zu Menschen. Nun offenbart sich dort hier mal wörtlich zu der Menschheit. Da muss es eine goldene Zeit geben, wenn er so drin denkt. Nun offenbart sich dort zu der Menschheit. Den Herzen Jesus rührt ab mich. Und wo ich das mal ein bisschen wieder betrachte, als hier in dem 3. Kapitel, wo er getauft wird, in den 21. und 22. Vers, wenn er hier sagt, der Herr sein Jesus rührt ab mich. Das sagst du, aus dort Volk sich aller Däupe leut, wird Jesus auch gedäubt. Und aus sein Bet mögt der Himmel sich ab. Das ist auch so. Wenn wir das hier, hier lesen, dann können wir das Messkrieg mitleben, wo das passiert. Menschen kommen nur in Rifa. Menschen kommen nur in Jordan. Und die fangen sich an, Däupe zu lauten. Und Jesus ist nicht mangt diese Menschen. Der Herr für alle Menschen, der Heiland für die Menschheit, der kommt nicht mangt die andere, taub nur den Riefer und lässt sich krieg so deupen als irgendein anderer Mensch. Aber hier wie wird bitte gewöhnt, wird, bis sie eine Deupung. Das sage ich dir in 22. Vers. Und der Helder Jesus kommt an körperliche Gestalt rauf und sah sich ab an, so aus eine Düf. Das sage ich nicht dort, wie die andere dort passiert. Aber bei ihm kam der Helde Jesus rauf aus dem Gestalt von der Düf und sah sich ab an. Und dann passiert das, und eine Stimme vom Himmel sieht, du bist mein Leiber sehen, mit dem ich sehr zufrieden sei. Das wie hier die Unterscheid von all den anderen, die sich getauft haben, Leute, nur Jesus seine Taufung. Mit dem sei ich sehr zufrieden. Du wirst kein anderer Mensch, zu wem Gott kann sein, mit dem sei ich sehr zufrieden. Aber zu sehen, sein einzigen Sehen, sehr er diese wird. Mit diesem ich so er zufrieden. Und dazu wird er hier umfangen zu lesen. Dem Herr sein Jesus rührt ab mich. Und dann sagt er wieder, willst du auf mich gewählt? Er hat mich gewählt, die Arme dort Evangelium zu predigen. Das wird er mich gewählt haben. Wenn dort nicht so etwas wie dann wie er im Himmel geblieben. Aber er wählt an, um die Arme dort Evangelium zu predigen. Wer sind die Arme? Wer sind die arme Menschen? Sind nur bloß die, die wenig haben Gott haben? Er kann auch noch so eine Menschen geben, wo du alles in dieser Welt haben, wo du entjankert und die sind so arm. Ja, das ist ja so. Und ich will hier ein bisschen erklären, was er hier meint mit arm. In jeder Einzige, was vor ihm kommen wird. Und kommt vor ihm aus einem Reue voller Sünder. Dort ist der Arme. Dort ist der arme Mensch. Wo er bekannt wird und wo für eine Tausendstunde stunde wird.
Solange es ein Du dort nicht tauschtun, dort wie verloren sind ohne Jesus Christus, dann sei wie von der Selbstgerechte. Dann sei wie von den Menschen, wo nichts fehlt. Aber wenn ich dort erst bei dem Punkt komme, dort ich dort tauschtun, mir fehlt die, Herr Jesus, dann sei ich von der Arm. Dann werden wir uns im Vers lesen über Matthäus, Kapitel 5. Von der Seligpreisung, was Jesus du auf dem Berg hat. Den ersten Vers, was wir finden, von der Seligpreisung, den dritten. Matthäus Kapitel 4, Vers 3 sagt, Selig sind die am Jes arm sind. Selig sind die, die am Jes arm sind, wie es angehört dort Himmelreich. Die, die am Jes arm sind, kriegt die, die sich befinden vor Gott aus einem verlorenen Sünder. Die stunden dort tau, in ernt gehört dort Himmelreich. Aber all die anderen, wo dort nicht tauschtunen, dort irgendwas fehlt, sie sind Gott. Für die ist dort nicht. Er hat sich für die Ola gejäft, aber die anderen kann dort nicht Ola. So dort, wo ich hier verstehe von der Arme, wenn ich hier sage, der Arme das Evangelium zu predigen. Ich will noch ein Vers lesen aus Jesaja, Kapitel 57. Jesaja, Kapitel 57, Vers 15. Jesaja 57, Vers 15. Du sagst dort, der ab immer hoch an ihren ist, dem sie nun hellig ist, der sagt, mein Platz ist geirrt und hellig, aber es auch bei dir, der sich nicht mehr erweitern, in Gläuven, dort es nichts mit an meint. Der wird Gläuven, dort meint nichts mit an, jeweil nie in Mut, und der wird sich nicht mehr erweitern, je weg Trost in Hoffnung. Für so eine Menschen, die dort läuft, dort ist durch. Hier ist es nicht zu eng. Mit mir, dort schafft nicht wieder. Für dich sage ich, dass du siehst. So ein Mensch, wo du hier schon eng kommst, und sage ich, das ist was. Mit mir kann es nicht wieder gehen. Für dich, du hast es rein. Wenn der Mensch überhaupt nur an, du gibst dir das nie Leben, das nie Hoffnung. Das ist ein Trost. Ich habe das persönlich belebt, was ich mich befunk ohne eng. Dort ich gedacht, für mich wie nicht mehr. Dann offenbart er sich, kriegst du es, was ich hier sage. Dann läuft er mir Mut, Trost und Hoffnung. Hast du Mut, Trost und Hoffnung? Das nie Leben an Christus. Wenn's dann schickst du dich mal so, soll ja nur diese Einzelheit in dieser Welt. Dann wirst du dich auch nicht so Leute beanrühren von der Welt. Wenn du checkst nur das Vollkommen, du checkst vorab. Solange du dort nicht das, dann wirst du die Leute beeinflussen von dieser Arrühe, die Romans ist. Und wenn du dort das, dann dort stehlt dir diesen Frieden. Dort stehlt dir diese Frieden weg. Sei wie die Abmünterer, wie immer du bist. Wenn du in so einer Leo bist, dass du vielleicht die Leute beeinflussen von der Welt, und warst anmutig, hast nicht mehr Fred, dann kommt rein. Nur der Fred. Viele Christen, hier einer, Ferken, die verlieren den Mut. Die verlieren den Mut, für Gott zu leben. Die haben Fan angefangen, die haben mutig angefangen, aber mit einmal haben sie den Mut verloren. Warum? Warum würden Christen den Mut verlieren, dem Jesus nur folgen? Das ist krank, wenn sie anfangen, nur Dinge besiegt zu hören in dieser Welt. Und sie kicken nur die Troubles. Dann wird es so düster. Dann wird es so hoffnungslos. Dreht deine Augen, Jesus, wenn du als Licht und du als Hoffnung. Wenn er so denkt, dass, wo neuer dacht, das Licht dollar aus, wenn es dunkel ist. Wo neuer? So, wenn der Raum uns dunkler wird, dann soll das Licht dollar dachen. Dann wird das aller Tag. Wenn wir dieses Leben die Hoffnung in uns haben, Jesus Christus in uns leben, wenn es um uns düster wird, dann wollen wir aller Rutschen. Dann wollen wir aller Rüttag. So werden wir nicht mit der Düsternis taub ausgehen. Aber wenn es der Bitte düster wird, dann werden wir aller Tag als Christ. Werden wir die Welt dort weisen,
dort du hast, was anderes, was sie nicht hat. Denkst du, die Welt, die ist möglich, wo sie sind. Wenn sie auch Arü haben. Möglich und doch Arü. Sie wollen nicht nur das Licht kommen, wenn sie gestruft. Aber wer will das Licht sein, dass sie sich können zu sein kriegen? Drei hier in Lukas Kapitel 4, der 18er Vers. Dort sagst du, dass du erst gekommen bist, um das Evangelium zu predigen. Und dann sagst du, Herr, auf mich geschickt, du mit ein gebrochenes Herz zu heulen. Wir haben von dir viel gebrochenes Herz. Viel gebrochenes Herz. Und wir sollen dankbar sein, dass es noch gebrochenes Herz gibt. Wenn uns die Herzen sind so steinhart geworden, dass das jetzt nicht mehr so zu brechen. Wir sollen dankbar sein, dass du noch 20 Jahre sind, wenn Gott will nicht, was vor dir, nicht, was selbst gereicht hat. Er will erst, was 20 Jahre, dann wird er was merken, so was ungefährlich ist. Wenn er weiß, was unsere Natur ist von klein. Unsere Natur von klein ist rebellisch. So will er nicht. Er will dort erst verbrechen. Und dann du, was nicht von merken, dass er gehorsam ist, nicht rebellisch. So, wenn wir Gebrechen umkommen, dann ist er reut zu heulen. Er ist reut zu merken von uns. Hier will ich in Lukas, Kapitel 5, Vers 31 und 32 lesen. Hier sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wenn sie wieder unzufrieden, dort haben wir mit Taxkleider, wird top eten. Dort wir die schlechte Menschen. Dann sagte hier, Jesus unmut in Seta an, der gesunde Brücke den Doktor nicht. Den Brücke mal der Kranke. Ich sehe hier kommen, der Sünder unterspornen, umzukehren, und nicht der Gerechte. Sagen wir hier, der wird sich befinden, der aus dem Kranken verarmt, aus einer, wo du am Not ist. Du hast erreut, den Menschen zu helfen, wegen der kämpfen Haupt. Aber so, was du selbst gereicht hast, dass die Pharisäer wie in Schriftgelehrte, die wollen euch helfen. Sie wollen bloß Jesus ausnutzen. Dort sagt er auch. Und deswegen wird er nicht geholfen worden. Sie wollen so selbst gereicht. Sie glauben, dass Jesus wie bloß Josef und Maria ersehen. Dort wie bloß ein gewöhnlicher Mensch. Sei unerkannt am nicht aus den Sehen Gottes. Und deswegen wird er nicht geholfen worden. So, wenn wir Jesus nicht unerkannt aus den Sehen Gottes, dann kann uns nicht geholfen worden. Aber wenn wir den unerkannt für wer er ist, dann kann uns geholfen worden. Dann geht er wieder in den 18. Vers, in Kapitel 4. Sagt er, die Faustgenommene, die Predie, dort sei frei und los sind. Die Faustgenommene. Dass sie los in Frieden sind. Wie wollte dort Jesus ging nicht Raum, nur die Gefängnisse? Er mögte deren auf und nun können die Gefangenen frei gehen. Das ist nicht, was er dort tut. Bloß in den Gefängnis gehen und deren auf merken, du, nun sei ich frei. Aber er redet hier von einer anderen Gefangenschaft als dieser physische. Er redet hier von einer geistlichen Gefangenschaft. Weil hier auch an Lukas, auch an dem 4. Kapitel, von 31. bis durch den 37. Vers lese. Dann werden wir ein bisschen eine Gefangenschaft betrachten, am Wort Menschen keine gefangen sind. Jetzt sagt hier, Jesus trifft einen Bösen Jesuit. Jetzt sagt hier, in Hygiene New Capernaum, eine Stadt in Galiläa, in Lied an Dur um Sabbat. So wunderten sich über seine Lied, willst du wie eine Kraft durchhängen? Und der Juden schuld wie ein Mann, der von einem anderen Jäs besät wird. Der schrie mit einer lüden Stimme und seht, lud ans Tag. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns an den Grund zu bringen? Ich weiß, wer du bist. Du bist Gott sein Helja. Jesus befahl am streng, stellte sein und aus dem Mann rüberzukommen. Der sucht und schmeut den Duhl,
für alle Menschen und für euch, ohne am Schuld zu tun. An evatschäum alle eine Furcht und seht einer zum anderen. Wer an diesem Mensch seine Wied für eine Kraft? Mit Macht und Gewalt gebet heu der arene Jester in der Fahre rüht. Und was heu tun hat, wird an der ganze Jägend rundgerät. Ich habe hier so eine, an was keine Menschen gefangen wurden? Gefangen von einem bösen Geist. Das ist nicht zu sein. Aber die Menschen sind gefangen an das. In Jesus ist gekommen, um den Menschen Frieden merken, wer an das gefangen ist. Er will nicht, dass die Menschen fürs Kluft bleiben, mit den Sut und seinen Däunen. Er will, dass sie los sind, frei. So ist an Johannes Kapitel 8, Vers 36 sagt, wenn die Sehnen ihn dort frei merkt, dann sei ich wörtlich frei. Dann sei wir los von der Sinn, wenn er uns frei merkt. Wo man bloß irgendwer, so wie wir auch mal gehört haben, dass du kost deine Sinn zum Mensch bekannt, der Sinn, der zwischen dir und Gott steht, in der Angst der Wahrheit. Brüder und Geschwister, ich kann jetzt sagen, dort ist nichts dort. Der Sinn, der zwischen dir und Gott steht, der bekannst du nicht bloß zu irgendeinem Mensch. Der bekannst du zu Gott. Und wenn du den nicht zu Gott bekannst, dann hast du eine ganz falsche Hoffnung an dich. Eine ganz falsche Hoffnung. Du kannst dich vielleicht von ganz kleinen Stütze vielleicht leicht fallen, dort du hast dort zu wem bekannt. Aber die Vergebung, der kann der Mensch dir nicht geben. Die Vergebung kann allein Jesus Christus dir geben. Heu ist der, was er betont hat, nicht der Mensch. Wenn du die für schuldig hast, jene Person, sicher, dann geh und versäum die mit der Person. Aber dort kommt nicht der Sinn für jeden, der zwischen dir und Gott steht. Das ist allein Jesus Christus. Ich will hier noch ein Betracht aus Johannes Kapitel. Ich will die Verse hier lesen, aus Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Den 36. los, Herr Grussel. Ich will den 31. bis 36. lesen. Was sagt hier? Jesus sagt zu den Juden, die ohne am Gläubigen, wenn die bei der Wied blieben, was ich ihnen gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Jünger. Dann wo ich weiter, was Wahrheit ist, in der Wahrheit, was ihnen frei merken. Sei sehdet zu ihm, wie stürme von Abraham her, und sind niemals um wem fürs Gluf gewas. Wo kannst du sei, die alle frei merken worden? Jesus sagte an, ich sage in der Wahrheit, wer du sündigt, ist unter Sinn versklavt. Ein Sklav bleibt nicht ewig am Hus, der Sehn aber bleibt ewig. Du wehen, wer den wann der Sehn jünt frei merkt, sind die wörtlich frei. So haben wir uns von der Sklaverie von der Sinn frei merkt, da wir nicht wieder Brücke der Sinn tun. Ich habe manchmal das gehört, da Menschen sagen, ich will, weil kann ich. Versklavt und Sinn. Versklavt und Sinn, dann sei der Wahl, aber ich kann nicht. Weil wo bleibt dann der Glaube? Wenn die Person sagt, ich will. Wenn ihr damals seht, ich glaube, was Jesus sagt, dass ich kann frei sein von dit. Dann wird ein ganz anderes Bild geben. Weil ich habe vielen gehört, dass die Menschen sagen, ich will lukkel sein, ich will. Und das schafft nicht. Bet sei ein Tag, Jesus das Evangelium, und dann können sie frei werden. Das ist immer wahr. Das Zeugnis ist immer wahr, dasselbe. Bet sei Jesus Christus das Evangelium. Dann können sie frei werden. So, solange es wie Salzburg proben, dann wird das nicht schaffen. Aber wenn wir am dort eine hingeben, hei weit sich mit dort. Noch ein Tier in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Blinde, dort sei seine Kern. Der Blinde, dort sei seine Kern. Wie heute? Jesus deut beides. Der physische Blinde, seine Merke, und auch der jährliche.
Heute beides. Ich will uns hier ein betrachten. Ut Lukas Kapitel 18, Vers 35 bis 43. Lukas 18, Vers 35 bis 43. Jesus holt einen blinden Pracher. Hier wird eine physische Blindheit tritt um Licht gebracht. Er wurde Timol Evagun. Dann nimmt sich dazu Raum, aus sein Nuder nur Jericho käme, sot ein blinder Mann um war ich im Prachat. Und aus dort Volk hier vorbeigehen, früh hei wort bedient. Dann seht es euch an, dass Jesus von Nazareth durch vorbeiging. Und hei schrie ich, Jesus, du Sohn, du darf ich ihn sehen, hab Mitleid mit uns. Da du vorab ging, dreif du am und seht, hei soll still sein, aber hei schrie ich bloß so viel Dollar. Darf ich ihn sehen, hab Mitleid mit uns. Das ist ein Krieg, worum mit uns Menschen schafft. Wenn wir in Not sind, und uns fehlt Halb, dann werden wir nicht hören, was irgendwer besiegt uns sagt. Nicht kostet ihr, mal still sein. Wenn wir in Not sind, dann werden wir uns das blinken. Wenn der andere Seher soll still sein, und dann hat er so viel Dollar. Und was kriegst du ab? Er wird hier wieder gehen. Dann stund Jesus still und sagt, sie sollen am Hand bringen. Und als er ihr Schnur hat, kam früh an. Was ist dort, was ich für die tun soll? Und er sagt, Herr, ich will wahre Säune kennen. Das ist seine Bitte. Und dann sagt Jesus zu ihm, du sollst sein. Du sollst sein. Dein Glaube hat dir geholfen. Und er kann Fuß sein und ging mit ihm mit und dankt Gott. Und alle Menschen, die dort sagen, lobe Gott. Das passiert. Der wenig bloß hat, er schrie ohne Glaube. Aber er schrie am Glaube. Und das wurde passiert. Und das konnte mir und die passieren. Wenn wir blind sind, und ich will nur von der Blindheit reden, wo viele Menschen noch beinahe sind, die können mit ihrer physischen UFN sein. 2020 sozusagen. Aber sie sind ganz blind. Von der Blindheit will ich hier nicht reden. Über Apostelgeschichte, Kapitel 26. Über Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 17 und 18. Hier deutet Paulus sein Zeugnis mit. Und dann sagt er, warum hei du es? An 17, 18 im Vers. Ich will die von dem Volk, das wird Gott zu Paulus sehen. Ich will die von dem Volk, auch von den Nichtjuden beworben, wo ich die Hand schrecken war. Und dann an die Juden aufzumerken, dass sie sich von Diestern zum Licht in die Zutunsine gewollt, nur Gott drehen und Vergebung für ihre Sünden kriegen. Dass sie mit den Top-Orven, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Die jässliche Blindheit. Dort die Wort wahrgenommen wurde, dass sie mal erkennen, wo sie beine sind. Und dass sie sich von ihr Weh, wo er wachdreht, von der Sintelje Weh wachdreht, in nur Gott kommen. Dort ist die Ursache. Diese Blindheit ist viel weicher, wenn die wahrgenommen wird aus der physischen. Wenn du kannst noch physisch blind sein und dann aber noch geistlich säunend. Aber du kannst wenn du kannst körperlich säunend sein und aber geistlich blind. So wenn wir Leute geistlich säunend sein und wenn wir dann körperlich blind sein, Gott weiß, was er uns will säunend merken dort auch. Weil Jesus sieht, ob einer steht. Und Matthäus, weiß nicht gerade, wo die Farge ist, aber wenn die den Ü trübelt, dort den Ü die verleiden will, zu sehen, dann brückt er das Beispiel, dann riet er uten Schmied und fand die. Dort ist besser ein Ü ich im Himmel nangun, als zwei Ü ich in der Hall. Wenn die den Hund verleiden will, zum Beusen, dann hakt er auf. Weil er brückt Jesus das. Dann ist besser ein Hund ich im Himmel nangun, als zwei Hängig,
in a hall. Hey, der du so ein klar verstehst, wenn uns irgendwas hindert, dann war wir von uns tun. Meint ihr dann nicht einfach wörtlich physisch unsere Ü-Rite, dann hoffen wir wahrscheinlich, und tun. Das ist, was wir hier sind. Hey, braucht hier eine Lehre, wenn die dort trubbelt, dann dort von die. Krieg sie mit der Hände, krieg sie mit der Feucht. Er will hier wieder gehen, an Lukas Kapitel 4. 19er Vers, du sagst hier noch, es ist das. Der 18er Vers, letzte Part, du sagst, in dir, der in ihr Dreck sind, Friede stahl. Und dann der 19er Vers, in zu sein, dort Gott sein genügend Jahr gekommen ist. Das ist gekommen. Und wir sind noch da. Noch ist dort genügend Jahr. Aber das genügend Jahr wird zu eng gehen. Kriegst du es alle Tide zu eng gehen, so wird das genügend Jahr auch. Und wie weit nicht kriegst, wo wir sind. Was ich kann sagen, mit was wir sind, mit was wir hier, wir sind am Hof. Wir sind am Hof in diesem Jahr. Wir sind auch wörtlich in diesem Jahr am Hof gekommen, aber auch in das jährliche Jahr, in das genügend Jahr sind wir am Hof. Und Gott sieht nur Arbeiter. Gott sieht nur Arbeiter, um die Ernte zu bringen. Wenn du hast eine große Ernte, du sind viele Säulen, wo du noch verbiestet sind. Und dir fehlt nur umgebracht. Nur Gott. Und ich und du, die wir im Glauben sind, wir sind ungestalt, um diese Ernte helfen anzubringen. Vielleicht wollt ihr wem, wer du auch sagst, ich will, ich habe lang wollt, aber ich kann nicht. Weil dann gebt ihr in diesem Leben die Hoffnung, dann gebt ihr in diesem Leben die Wut, die Kraft. Wenn er dann will, dann wird er dort annehmen. Am Glauben. Dann konnte er helfen worden. In Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Vers 37. Bei Vers 39. Du sagst, Jesus ist dort. Am letzten, in der letzten Tag auf dem Fass, stand Jesus ab und ruft lüd. Wer durstig ist, den lud ich an, nur mit zu kommen und zu trinken. Wenn irgendwer durstig ist, den lud Jesus an, nur sich zu kommen und zu trinken. Wer um mich läuft, so aus der Schrift sagt, aus dem sie im Banner steht, wo er Leben die Wutterström ran. Heute die du mit ab den Jes han, den du, der an Amt läuften, nur herkriegen soll. Willst der Helder Jes wir noch nicht du, willst Jesus noch nicht verherrlicht werden wir. Nu erst hier. Nu erst der Helder Jes an unser Tiet gekommen. Der kam dann kurz nur dem. Und nu hab ich den. War wir dort Lutheran? War wir das Lebenswut der Lutheran? Nur unser Mitmensch. Dort ich kenne die selbe Freude haben, was du hast, in ich. Weil wir dir dieses Leben gewohnt haben, schmecken lassen. Und du handelst. Dreh hier in Lukas Kapitel 4, Vers 20. Du sagst, dass der Mühe heute bügt, und jöft den Deiner dort drei, und sah sich durch. Und alle Mann an der Schule schickt nur an. Alle Mann am schickt nur an der Schule. Und er sagte an, von dir ist diese Schrift erfüllt, so aus je gehört habe. Wahrer, an dieser Schuld passiert wird, die gegen eine Prophezeiung und Erfüllung. Wie kann man im Glauben mitleben? Wie kann man im Glauben mitleben? Wie sind du taub? Das ging du an Erfüllung, und von dir lebe ich an der Erfüllung, wenn wir im Glauben sind. Dann sagt er hier wieder, so jöven am Ola reicht im wundernden Sieg, über der säulig merkende wird, der Herr redet, und seht, ist das nicht Josef sein Sehen? So, wenn wir hinüber ab hier, dann wird sich dazu hier, der Mensch wird bis so zufrieden mit ihm. Der Mensch legt Jesus bis so
Men vad har gesagt hat und alles, det vi besöker Gott. Und dann sagt er hier wieder, in Hesete an, die wurde mir bestimmt noch mit dit Sprechwort verhüllen. Die wurde mir bestimmt noch dit Sprechwort verhüllen. Doktor, halb dies aus. Das ist, was er hier ansieht. Die Ruts haben sie am Ola geluft, an der ganzen Schule. Und nun sagt er, die wurde bestimmt mir noch dit Sprechwort verhüllen. Doktor, halb dies aus. Dann sagt er hier wieder, wie habe ich hier, wo du an Kapernaum für große Dinge getan hast, nu du dort hier tust, an deine Stadt auch. Ich dachte hier an das Wort, Doktor, halb dich selbst. Wo fingen wir das? Vielleicht viele von euch wollten vorzuhören, wo das passiert. Vielleicht nicht kriegt, dass du die Wirtbrücke an Kapernaum hast du das alle getan und du dort hier tust auch. Bei Waldjunt hier ein paar Vers lesen, wir fingen an Markus, Kapitel 15, Vers 29. Markus 15, Vers 29, bei euch 32. Das ist, wo Jesus hier kritisch wird. Dann sagt er hier, und du vorbeiging, schadet er mit dem Kopf und lastet ihn in Seele. Aha, du, da du den Tempel durchbrichst und an drei Tage abbüßt, rad die Salz und komm vom Kreuz rauf. So hier kommt nu. Rad die Salz, wenn du wörtlich der Best, wer du seist, wer du bist. Und dann sagt er dir wieder, die Rutsche deutet auch die Hohenpriester in Schriftgelehrte und ihren Onder. Er war am Spaten in Seden. Er hat andere geholfen, aber kann sich selbst nicht helfen. So hier wird das all in Erfahrung gebracht, was er dann sieht. Lud den Christus, den König Eva Israel, nu vom Kreuz raufkommen, dort wie seine entläuft kennen. Und da, wo mit am Top gekriegt wird, schulde auch Eva am. So wie seine, das, was er hier sieht, das ging in Erfahrung. Je wurde bestimmt nach sei, Doktor, halt die Salz. Dann sagt er hier wieder, heute seht wieder, ich sage Ihnen die Wahrheit, ein Prophet, was tüs an seine Stadt, keinmal abgenommen. Ein Prophet, was an seine Stadt, keinmal abgenommen. Dann sagt er wieder, ich sage Ihnen das, du wirst zu Elia seine Zeit viel weit für uns an Israel, aus der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschluten wird. Und er war dort ganze Land eine große Hungersnot kam. Und doch wird Elia nur keine Weit für ihr geschickt, bitte eine an Sarepta und Sidon. Woher wird das gestellt? Wenn Jesus auf Jesus gesagt, ein Prophet, was tust, keinmal abgenommen. Jesaja und Elia, alle Propheten. Elia wie auch ein Prophet, und am wird tust an Israel nicht abgenommen. Und dann ging er in eine andere Weit für ihr, was am Utlohn wohnt, an Sidon, an ja, das sagt hier. Und Sidon, du wirst Herr Hanje scheit nun weit früh. Du wirst ein Doll weit frühes Tüß. Aber den nehmen wir nicht ab. Israel will am du nicht. Dann wird am nur diese geschickt. Und du wirst an Israel zu Elisa, dem Prophet, seine Tiet viel Lepra. Und von dir wird keiner gerenig, Büter Naaman von Syrien. Zu Elisa, der wir nur Elia. Wir viel kranke Menschen in Israel. Viel Lepra. Und nicht einer wird gereinigt von dir. Aus ein Utländer. Ein Utländer von Syrien. Der wird geholt. Und dann sage ich das hier wieder. An 28. Vers, bei 33. In dir, da du an der Schule wirst, wird Olaf Flomental aus der dort hier. Als sie das hier, werden sie flammend da. So stünde ab und jungen Arm über die Stadt rüht, und neunmal Arm nur einen Stellen aufgerund auf dem Bauch, auf dem die Stadt stünd, um am Dur aufzuschmieden. Aber er ging mitten durch an und ging seinem Weg. So das hier sich nicht tun, dass sie am sehr wahrlich abnehmen von hier wieder. Wenn er hat hier nur was gesagt, wo sie sich an Tibet rohr. Und das wollen sie nicht hier.
Sie wollen nicht hier, dass sie irgendwo noch arach wir. Nie wollen sie vom Borch rauf schmied. Sei wie mit einmal auch da, was sie sagen. Jesus ist uns bester Freund, solange uns der auf unsere Seite ist. Aber wenn der uns mit einmal sagt, wo wir uns zu beten haben, dann werden wir den auch von Grund rauf schmied. Stellt jetzt es dort an uns Leben. Wenn es ist, dann ist es auch ein großer Abbeweis, dass an dein Leben steht, wird arach. Wenn es dort ist. Dann hast du die zu beten. Und lud die beten. Wegen wann nicht, dann wirst du von den Abgrund raufgeschmiert worden. Dann wirst du von den Abgrund raufgeschmiert worden. Nicht Jesus. Weil wir nicht proben, um du raufgeschmiert. Hei will uns beten. Wenn hei uns traurig wiese dort, dort ist für uns innig gut. Hei will haben wir selber auf den rechten Weg gehen. Weil wir dort annehmen, wenn hei uns will, traurig sagt. Diese, die wollen uns bloß fort haben. Und deswegen wird hei du nicht können bescheiden. Kriegst du schon von dir und da? Du sind viele Menschen, die würden gleich ein Christ sein. Viele. Der würde gleich, wenn er bloß nicht länger die jedes 5 Minuten in Christ war. Das so bloß führt. Und über viele Menschen wollen an diese Bedingung mit wiedergehen. Herr Jesus, lud mich die nur voller sein. Aber bitte lud mich mein Leben wieder leben, so es echt auf das Nüdeut. Ich hoffe nicht. Jesus sagt, wenn du mir was nur folgst, dann wird dir das was kosten. Dann musst du dein Eck aufsagen. Und dann komm. Nimm das Tritt ab dir, dann komm, folg mir nur. Weil das, wo viele Menschen von dir und auch nicht wollen, die wollen das Tritt du lege Leute, die wollen über Jesus Christus nur folgen. Viele Menschen wollen im Himmel, aber sie wollen nicht dem Wacht du hängen im Himmel. Sie wollen warten, aber bin ein. Das ist interessant, was einer hört von Menschen, was er sagt. Ja, ich will mein Leben so etwas wiederleben. Dann will ich warten, aber ob mein Tod ist bald. Und du will ich dann ändern. Das ist eine sehr gefährliche Sache zu tun. Von dir hörst du seine Stimme. Von dir kostet die entscheidende Leben vor allem. Du will ich nicht warten, aber ob mein Tod ist bald, wo ich vielleicht auch nicht mal war, ich denke. Wo ich wohl ganz betäubt sein von all diesen Video. Warum will ich bei dir warten? Von dir denkst du klar. Du rufst von dir. Von dir ruft er. Aber das ist, wo der Mensch sich wählen zu sein. Sie hören dort all, aber sie wählen dort nicht. Und dort ist trurig bestaubt für so einen Mensch, von dem du beinahe bleibst. Denkst du, dass du genug ruht. Du hast genug ruht. Und dort nicht dort in so einem Zustand bleiben. Ich will hier zum Schluss noch Kolosser, Kapitel 5. Kolosser, Kapitel 5. Vers 2 bei euch saß. Die Überschrift sagt, abmuntern zum Beten. Gebet ist uns wach, unsere Kommunikation, wie wir sagen auf Spanisch, mit Gott. Das ist, wo wir reden mit ihm. Und hier sage ich dort abmuntern zum Beten. Hält um mit Beten, sieht wacker und dankbar. Auch in dieser Zeit, wo wir nun sind. Wie sage ich vielleicht, das was dies dann in dieser Zeit, wo wir nun sind. Weil es kann sein, weil es euch schon seht, dann werden wir da alle Dachen und dankbar sein. Denn dort die Menschen rum uns wollen sein, wo du nicht am Glauben sind, dort wollen dort Licht sein, wo wir haben. Dann sagt er hier, betet auch für uns, dort Gott macht eine der Aufmerke für sein Wort und dort wir das Geheimnis von der Errettung durch Christus predigen können. Dort ist, wo wir ihn eigentlich einsetzen. Das ist, was Paulus sagt. Das ist, wo wir ihn eigentlich einsetzen. Dort ich das Evangelium predige. Betet Gott darum, dort ich dort mich so klar sein, als ich soll. Und das ist auch unser Wunsch. Dort wir dort so klar sein, als was Gott dort will. Und dann sagt er, ihr lebt weis für euch, der noch nicht zu der Gemeinde gehört. Und dort die Zeit gut brücken.
dort tiet Goldbruck. Jün Reden soll immer läuftulich und interessant sein. Bei mich jünt einen jeden so zu antworten, dass er Gold für am ist. So jetzt noch eine Abmunterung zum Schluss, dass wir war für dich, wo Romans sind und Gottes Vorbild sind. Dass wir war so leben, dass ich keine sein, dass wir sind in Christus. So sie hier auch gesagt hat, bitte Gott darum, dass ich so klar sein muss, als ich soll. Und dann aber auch, wenn ich hier rede von Lebweis für dich, der noch nicht zu der Gemeinde gehört, dort ist Gott seine Gemeinde. Hier sind viele lokalische Gemeinden, aber das ist Gott seine Gemeinde. Dort die wollen nur die Gemeinde kommen. Das ist nicht gesagt, dass sie unbedingt zu dir in der Kirche hier, aber sie müssen zu Gott seine Gemeinde hier, wenn sie wollen, nur Gott kommen. Und dort die Zeit Gott brücken. Und die Rede soll immer läuftulich und interessant sein. Bei mich jünd, einen jeden so zu antworten, dass er Gott für ihn ist. Nicht in unseren Duhl ran. Aber wir werden unseren Abbau. Duhl ran, dort ist so ein Leiche tun. Du brücken wir uns gleich an bei mir. An Duhl ran brücken wir uns gleich bei mir. Aber an Abbau, ja. An Krütwurz von Salz. Aber der Gott sucht, der macht gesät. Ich muss noch einmal zu beten mit dir. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir noch einmal für diesen Mari, den du uns gegeben hast. Und ich sage dir Dank für den Wut, den du uns hingeladen hast. Dass du uns trachwiesen hast, uns tröstet hast. Dass du lebensweich gebunden hast. Und dass du, Herr Jesus, selbst die lebensweich bist. Ich danke dir dafür. Dass du das hast mehrlich gemerkt, dass wir können dich nur folgen. Und dass wir können trainieren, die kommen durch den Glauben. Ich frage von jedem Einzelnen, der hier sitzt, und auch für diese Versammlung, da wir würden die Treue nur folgen, und die gehorsam sein, die im Wort gehorsam sein. Ich frage uns wieder um deinen Segen und deine Leitung. In Jesu Namen. Amen. So, wer immer du kannst, weil wir uns noch einmal Hand genommen